Ausverkauftes Haus zum Tourauftakt am 9. Februar in Görlitz. Kinder brauchen Musik. Das Konzert für und mit Rolf Zukowski. Willkommen in Görlitz zum Auftakt meiner Tournee. 40 Jahre Rolf-Musik. Das heißt 40 Jahre Musik für Kinder und mit Kindern. Und das begann mit meiner Vogelhochzeit. Und die werden wir auf dieser Tournee mit über 40 Konzerten bestimmt in vielen Varianten erleben. Ich bin auf die hier in Görlitz von Thomas Maika und seinen Verbündeten ganz besonders gespannt. Der Auftakt der Tour beginnt mit dem Klassiker, der im Jahr 2017 sein 40-jähriges Jubiläum feiert. Aber in einer Inszenierung, in der man sie sicherlich noch nie gesehen hat. Eine magische Theateraufführung in der Kulturbrauerei in Görlitz. Ganz besondere Benefiztournee zugunsten der von Rolf Zukowski und seiner Frau Monika 2004 gegründeten Stiftung Kinder brauchen Musik soll die wertvolle Arbeit vieler Chöre, Musikschulen und Musicalgruppen würdigen und noch mehr in das öffentliche Bewusstsein bringen. Die Stiftung hilft, Kindern eine aktive musikalische Kindheit zu erleben, vor allem in sozial benachteiligten Lebensverhältnissen. Mit Görlitz verbinden mich ja ganz besondere Erinnerungen. Vor allem mein erstes deutsch-polnisches Begegnungskonzert auf der anderen Flussseite in Skorzelec. Und daraus ist eine ganze Kette von Veranstaltungen gewachsen. Begegnungen zwischen deutschen und polnischen Kindern. Und Thomas Maika ist auch daran beteiligt. Genauso wie Tinkel Fritsche Treffkorn, den ich hier in Görlitz auch als Freund gewonnen habe.